allein die Tatsache, wie das Kind gezeugt wurde, dafür wird sich das Kind in der Zukunft schämen. Weil genau dieses Video, was man vom Bachelor in Paradise jetzt kennt, wird später in der Schule gezeigt werden. Und das Kind wird damit konfrontiert werden. Und das ist beschämend, wenn ich ein Video hätte von meinen Eltern, wie die mich gezeugt hätten. Sage ich ganz klar. Die nächsten Folgen werden nochmal ganz interessant, weil dann tritt das Thema Mobbing nochmal auf, was der junge Mann betrieben hat. Wo sogar seine Frau mich an Kragen gepackt hat, sogar also handgreiflich wurde. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Sommerhaus Statement Reaction hier auf diesem Kanal und heute wieder mal von Alex und dieses Mal zur, jetzt muss ich überlegen, also seitdem zwei Folgen die Woche rauskommen, ich sag's so, seitdem zwei Folgen die Woche rauskommen, obwohl das die erste Woche ist, in der überhaupt zwei Folgen rauskamen, bin ich irgendwie leicht durcheinander. Also, es ist zu Folge 8 und nicht zu Folge 9 und geht natürlich um Serkan, wie ihr schon im Titel lesen konntet. Der hat übrigens auch ein Statement gemacht und das schauen wir natürlich auch an. Also müsste dann, ich weiß noch nicht, ob es morgen kommt, wenn nicht, dann auf jeden Fall die nächsten Tage. Ansonsten bin ich mal gespannt, was Alex so dazu sagt. War ja eine turbulente Folge und ja, wir gucken mal rein hier. Lasst ein Like und ein Abo da, viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und einen wunderschönen Start in den neuen Tag. Kurz vorab, ich trage diese Klamotten jetzt schon seit öfterem, weil ich einfach diesen Anzug extrem bequem finde. Er hält mich sehr, sehr gut warm. Ich muss halt ständig von einer Trainingseinheit zur nächsten. Und deswegen bin ich seit Wochen halt wirklich nur im Jogger- und Cap-Outfit unterwegs. Ja, weil das ansonsten zu viel Zeit kosten würde, sich jedes Mal zweimal am Tag dann nochmal fertig zu machen. Also erstmal kurz dazu. Zweitens, ich nehme diese Stories während der Fahrt auf mit einer Handyhalterung und mit einer Bluetooth-Fernbedienung. Sprich, ich bediene das Handy nicht. Gepostet und geschnitten wird dann im Stand, wenn ich dann irgendwo halte oder wenn ich die Fahrt beendet habe. Also macht euch da gar keine Sorgen. Und weil es gab da ein, zwei Nachrichten, die ich erhalten habe, nur einfach vorab als Info für euch. Das Ganze wird hier nicht während der Fahrt bedient, das Handy, okay? Ja, man munkelt, die Nachrichten gab es auch schon zu Temptation-Zeiten. Nee, aber ich muss ja sagen, also ein Statement von Alex wäre kein Statement von Alex, wenn es nicht beim Fahren aufgenommen wäre. Ja, oder nicht im Auto, sagen wir es mal so. Ansonsten natürlich hier der Trick mit der Fernbedienung, Freunde. Auch wenn ich nicht fahre, aber der ist mir natürlich bekannt. Ja, also habe ich leider nichts Neues gelernt jetzt. Kommen wir zur 8. Folge Sommerhaus. Die 8. Folge Sommerhaus hatte es echt in sich. Das war eine krasse Folge gestern. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass genau das gezeigt wurde, wie sich Serkan verhalten hat. Und zwar ist er hinterhältig, rücksichtslos, manipulativ. Er hat selbst gesagt, dass er die Leute als Schachfiguren nutzt, dass er Intrigen schmiedet, falsche Pläne schmiedet, dass er Leuten das Gefühl gibt, dass er auf deren Seite ist, sich quasi bei denen einschleimt, um Vertrauen aufzuwecken, nutzt also. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung kommentieren. Also ich meinte auch schon in der Reaction, ich glaube, das war aber in der auf die 9. Folge, ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da meinte ich auch schon, ich finde das aber nicht schlimm. Also mit Schachfiguren weiß man ja, was er meint damit. Ja, also, dass er so quasi hier die, ja, ich muss das auch gar nicht erklären, oder? Generell, dass er halt, er geht halt sehr, sehr taktisch ran. Andere gehen halt überhaupt nicht taktisch ran. Und ja, also es wundert mich eigentlich. Deswegen finde ich aber nichts verwerflich daran. Oder gab es irgendwas, was nicht, dass ich irgendwas vergesse? So spontan nicht. Keine Ahnung. Wenn euch was einfällt, was gar nicht ging, dann auch mal gerne kommentieren. Noch das Vertrauen der anderen Leute aus. Und sowas hat in meinen Augen nichts mit einem Spiel mehr zu tun. Es gab ein, zwei Nachrichten, die gesagt haben, das Ganze ist aber ein Spiel und das ist strategisch schlau. Nein, es ist nicht strategisch schlau, wenn man dabei sein Gesicht verliert. Ja, die Frage ist natürlich, wie sehr kann man sein Gesicht dabei verlieren, wenn es eben bei einem Spiel ist? Ende des Tages, selbst wenn man den Gewinn einfahren würde, also die 50.000 Euro gewinnen würde mit so einer hinterhältigen Taktik, das durch zwei geteilt sind, 25.000 Euro brutto pro Person, dann kommt noch die Steuer drauf, Einkommensteuer. Spitzensatz, 42%, ja, dann bist du bei 13.000, 14.000 Euro, die dir noch übrig bleiben von diesen 50.000. Für 13.000 verkaufe ich bestimmt nicht mein Gesicht, dann verkaufe ich nicht meine Seele und sorge dafür, und damit, das meine ich jetzt mal Facts, haltet mich bei meinem Wort, dafür,
sorge ich nicht dafür, dass sich später alle meine Leute in meinem Umfeld, inklusive Kinder und Familie. Ja, ich wollte schon sagen, um natürlich nicht zu sagen, die Kinder oder die Tochter in dem Fall. Nee, das war natürlich eine ganz gute Rechnung hier. Aber da hat er die Rechnung nicht ohne Maurice gemacht. Denn wenn der nämlich gewinnen würde, der würde Ricarda ja gar nichts abgeben. Ja, also die hat ihn hier ja mehr aufgehalten als weitergebracht. Und deswegen, ja, also Freude, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ricarda kriegt da nichts von ab vom Gewinn. Punkt. Lieben wir auf jeden Fall. Für meinen Fall schämen werden. Punkt. Ich beleidige keine Familienmitglieder, ich beleidige keine Kinder. Wer das bewusst falsch verstehen möchte, versteht es falsch. Ich habe nur gesagt, und das ist jetzt der Hinweis, dass das Kind sich für das Verhalten von ihm schämen wird. Dazu gibt es genügend Gründe. Zum einen manipulativ, hinterhältig, rücksichtslos. Ja. Dann allein die Tatsache, wie das Kind gezeugt wurde, dafür wird sich das Kind in der Zukunft schämen. Weil genau dieses Video, was man vom Bachelor in Paradise jetzt kennt, wird später in der Schule gezeigt werden. Und das Kind wird damit konfrontiert werden. Und das ist beschämend, wenn ich ein Video hätte von meinen Eltern, wie die mich gezeugt hätten. Sag ich ganz klar. Weiß ich nicht. Also, wie soll man das am besten sagen? Ist das wirklich sicher, dass das genau da war? Und nicht irgendwann später vielleicht? Also, wenn das jetzt wirklich so wäre, ja, ich will eigentlich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Also, könnte vielleicht, also, es wäre komisch, das stimmt. Also, dann könnte man höchstens drauf hoffen, dass das Kind das irgendwie mit Humor nimmt. Aber, ja, das Ding ist natürlich auch, bei Alex könnte man auch sagen, wenn er mal irgendwann ein Kind hätte, dann könnte sich das bestimmt auch für Dinge schämen. Auf jeden Fall. Aber gut, also ich muss auch sagen, ich finde ja auch, man sollte die Kinder da nicht mit reinziehen, einfach weil die damit nichts zu tun haben. So, also muss man es auch nicht erwähnen. Zum anderen fand ich es aber auch gar nicht so schlimm, wie es dann hochgepusht wurde. Also will ich aber auch gar nicht zu sehr beurteilen. Also ich habe kein Kind, ja. Ich bin ja selbst doch eins. Deswegen kann ich das vielleicht auch nicht nachempfinden, wie das sich anfühlt, wenn man damit so konfrontiert wird, sage ich mal. Ja, aber also jetzt so aus meiner Sicht fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, wie die es vielleicht dargestellt haben. Und Vanessa fand es ja auch ziemlich schlimm. Ich glaube, ich kann da natürlich nicht für sie sprechen, aber ich könnte mir vorstellen bei Vanessa, dass es einfach die gesamte Situation ist. Also ich finde, man merkt das wirklich häufig, dass es ihr da gar nicht gut geht oder dass es einfach zu viel für sie ist. Ständig Lügen, Intrigen erfunden. Das ist wirklich immer Vanessa in diesen Interviews, ne? Boah, das sieht immer gar nicht gut aus. Also wirklich, als wäre die so komplett am Ende. Und deswegen hat sie es vielleicht auch dann dadurch nochmal so krasser wahrgenommen. Könnte zumindest sein. Und trotzdem muss ich auch sagen, auch wenn die sich nicht mögen, aber das mit dem Video, das hätte ich jetzt nicht gebracht an seiner Stelle. Also, ja, das ist schon schwierig. Sehr schwierig. Und klar, ich sag nicht, dass ich perfekt bin. Ich sag nicht, dass es nicht auch ein, zwei Sachen gibt, wofür sich mein Kind schämen könnte. Aber wenn mir das jemand sagt, dann ist das ein Fakt. Und dann muss ich aber auch damit rechnen, wenn ich jemanden bewusst provoziere, ihn bewusst mit Temptation aus der Reserve locke, ihn bewusst daraufhin wieder beleidige, dass dann Gegenwind kommt, okay? Und wenn man das dann andersherum, dann diese Opfer-Täter-Umkehr macht und das bewusst dann wieder falsch versteht und sagt, oh, jetzt hast du mein Kind beleidigt, dann zeigt das einfach, wie schwach der Charakter ist, wie manipulativ erneut dieser Charakter ist und wie hinterhältig dieser Charakter ist. Ja, da stimme ich hinzu. Also beleidigt hat das auf jeden Fall nicht damit. Ich meine, er hat versucht, eine neue Allianz zu gründen. Er hat versucht, die alte Gruppe zu stürzen. Er wollte mich als Schachfigur nutzen. Er hat es bei Hannah und Jesse geschafft, die beiden als Schachfiguren zu nutzen. Er hat es bei Maurice und Ricarda genutzt, die beiden als Schachfiguren zu nutzen. Dann wollte er es bei mir und Vanessa auch tun. Und natürlich höre ich mir alles an. Aber am Ende des Tages treffe ich meine eigene Entscheidung und nicht etwas, was mir ein Serkan vorschreibt, okay? Ich habe zu keinem Moment versprochen, dass ich Pia und Zico oder Justine und Abend wählen werde mit Vanessa. Man sieht auch auf der Bank, wo Vanessa draußen sitzt, sie war sich unschlüssig und hat auch gesagt, ich muss mit Alex drüber sprechen und ich weiß nicht, ob Alex sich so entscheiden wird. Ja, wurde klipp und klar gezeigt. Und am Ende des Tages habe ich das Recht, mit Vanessa unsere eigene Meinung zu haben und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, die für uns die besten sind. Und wir werden niemandem in den Rücken fallen. Wir sind nicht illoyal den anderen Teilnehmern gegenüber, die wir seit Tag 1 kennen. Wir stehen zu unserem Wort. Und
ich spiel auch keine falschen Spielchen mit einem falschen Menschen, der mich schon aufgrund von Temptation komplett reduziert hat. Als Temptation lief, extrem geschossen hat, gehetzt hat, mich beleidigt hat, ja, versucht hat, aus der Reserve zu locken, dass ich ihm wieder die Plattform gebe, weil nur davon kann er sich füttern. Dadurch ist Serkan so groß geworden auf Social Media, weil er immer wieder auf die Leute geht, die gerade sowieso auf dem Boden liegen und dann nochmal reintritt und dann mit dem Finger drauf zu zeigen und quasi, ja, in der Hoffnung, dass derjenige dann ihm ein bisschen Aufmerksamkeit gibt und ja, ihm antwortet, dass er ein bisschen polarisiert und ein bisschen Hype bekommt auf Instagram. Das ist eine Taktik, das ist falsch, das ist hinterhältig, das ist schwach, das ist manipulativ, das ist einfach nur eine Charakterschwäche und die kam jetzt im Sommerhaus zum Vorschein. Genauso kam diese Charakterschwäche auch schon bei Kampf der Reality Stars zum Vorschein und wartet ab. Weiß nicht, also ich finde halt, das Ding ist ja, er hat ja selbst auch von einer Allianz gesprochen, also Alex meine ich jetzt gerade. Dann hat er das mit dem Schachbrett erwähnt von Serkan und wir sind ja auch offensichtlich in einer Game-Show und da finde ich, da merkt man eigentlich schon ziemlich schnell, dass es einfach ein Spiel ist. So, also bedeutet, wenn man da manipulativ rangeht, um zu gewinnen, dann heißt es ja nicht, dass man im echten Leben auch so ist. Also deswegen finde ich, kann man nicht sagen, ja, hier bei Kampf der Reality Stars, ich habe es sich angeschaut, da war der so und so gewesen und hier im Sommerhaus ist er so und so, deswegen ist er auch so. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich habe auch gar nicht verstanden, warum sich Serkan so krass darüber gewundert hat, weil wenn du mit deinem Feind einen Plan schmiedest, ja, dass der sich dann vielleicht nicht an den Plan hält, das könnte vor allem dem Schachspieler auf jeden Fall bewusst sein. Die nächsten Folgen werden nochmal ganz interessant, weil dann tritt das Thema Mobbing nochmal auf, was der junge Mann betrieben hat. Im Endeffekt passt es ihm nicht, wenn man sich ihm nicht fügt, wenn man nicht sein Hündchen ist, wenn man seine eigene Meinung hat und dann, obwohl das jetzt auch Recht ist, es ist ja unser Recht, unsere eigene Entscheidung zu treffen in dem Spiel. Selbst wenn man dieses Recht nutzt, seine eigene Entscheidung zu treffen, um innerhalb der Spielregeln immer noch fair zu spielen, weil wir dürfen uns ja entscheiden, für wen wir wollen bei der Nominierung, dann geht er auf die persönliche Schiene, dann beleidigt er mich und sagt, ich kann nur Frauen emotional brechen und was soll man von einem Betrüger erwarten, weil er bei Temptation betrogen hat. Dann ja, da hatte natürlich das eine auch mit dem anderen nichts zu tun. Er hat mit dem Finger auf ihn gesagt, siehst du, es zeigt dein Gesicht, wie du mich darstellst, wie du mich beleidigst. 1:1 das gleiche Assistenter, das bringt auch die Lebenserfahrung mit sich, weil man viel, viel mehr erlebt hat im Leben. Und Vanessa ist sehr, sehr weit und reif für ihr Alter, definitiv. Allerdings muss man betrachten, dass sie dennoch erst 23 Jahre alt ist. Und da fehlt halt die ein oder andere Situation im Leben, die einen quasi ja, stressresistenter macht. Und ich hoffe, dass durch das Sommerhaus sie klar, quasi ihre Resilienz steigern konnte und in Zukunft nicht mehr so emotional. Nee, das sage ich nicht. Da. Also ich wollte jetzt eine andere auch Game Show nennen. Das ist jetzt so ein kleines Quiz. Da könnt ihr mal in den Kommentaren raten, welche Show meine ich denn? Eine andere Game Show, bei der die dann zeigen kann, ob sie dadurch stressresistenter wurde oder nicht. Aber den Witz bringe ich jetzt mal lieber nicht. Regiert, aber um sie nochmal in Schutz zu nehmen, es war eine absolute Psychoterror-Geschichte dort, 2,5 Wochen bevor Serkan reinkam. Und glaub mir, da kann man auch nicht immer rational handeln. Selbst ich war ja nicht immer rational und bin ausfallend geworden, bin lauter geworden, weil ich irgendwann mal meine Emotionen auch nicht mehr kontrollieren konnte. Ah, du Alex, mach dir da gar keine Sorgen, ja? Also Maurice hat noch nie rational gehandelt. So, da zeige ich mir halt einfach, weiß ich nicht, ne? Aber deswegen als Schutz für sie, lass sie in Frieden. Sie sieht es ja auch mittlerweile ein, dass sie da überreagiert hat. Sie sieht ein, dass sie mich zur Seite ziehen sollte und dann das Ganze unter 4 Augen klären sollte, weil ich sage ja nicht, dass es nicht korrekt ist, die Tochter in den Mund zu nehmen. Ne? Ich wusste, dass ihn das triggern wird, aber ich habe niemals die Tochter beleidigt. Ja, so wie das mit Temptation natürlich Alex triggern würde, das wusste Serkan natürlich auch. Nicht. Das ist ein großer Unterschied. Ich wollte ihn auch persönlich aus der Reserve locken, wie er es mit mir über Temptation gemacht hat, indem er das Argument verwendet hat, ich wäre ein Betrüger und könnte nur Frauen emotional brechen. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt die Tochter beleidigt. Und das ist der Unterschied. Vanessa hat es nicht gefallen, dass ich die Tochter in den Mund genommen habe. Aber sie hat zu dem Zeitpunkt leider das geglaubt, was das ganze Haus geglaubt hat, nachdem Serkan mit dem Finger auf mich gezeigt hat und gesagt hat, ich hätte die Tochter beleidigt. Schade, dass nicht gezeigt wurde, dass er mich als HS beleidigt hat, als die Regie reinkam und uns auseinandergehalten hat,
wo sogar seine Frau mich an Kran gepackt hat, sogar also handgreiflich wurde. Ja, gut, dass er das anspricht. Also ich wollte mir das nochmal anschauen, die Stelle. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe viele Kommentare gelesen, jetzt nicht bei mir, sondern ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall auch von Hannah, dass sie irgendwie ihn auch, also auch irgendwas gemacht hat. Und dazu hatte ich aber nichts gesagt in den Reactions. Also auch nicht zu dem mit Samira, mit dem an den Kragen packen. Und nur falls ihr euch da wundert, also ich habe das nicht gesehen. So, sonst hätte ich auch was dazu gesagt. Ne? Das ist nicht so, dass ich bei anderen sage ich was und dabei dann nicht. Also denkt das nicht, sondern mir ist es einfach nicht aufgefallen. Werde ich mir nochmal anschauen, die Stelle. Ja, hätte ich natürlich mal vorher machen können hier. Habe ich ja irgendwie nicht dran gedacht. Ja, können wir aber auch einfach Ricarda in die Schuhe schieben. Dass das alles nicht gezeigt wurde und dass meine Entschuldigung danach auch nicht gezeigt wurde, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, dass du das vielleicht falsch in den falschen Hals bekommen hast. Okay, ja, ich habe mir wirklich auch gedacht, warum entschuldigt er sich nicht dafür? Selbst in der Folge danach habe ich es mir auch noch gedacht. Deswegen, das hätten die ruhig mal zeigen können, das stimmt. Aber ich habe zu keinem Zeitpunkt deine Tochter beleidigt. Das sind meine Worte zur 8. Folge. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ja, das Ding ist, Freunde, meine Stimme geht hier gerade schon ein bisschen weg. Deswegen glaube ich, wenn ich das hier vorlese, dann habe ich keine mehr. Deswegen, wenn ihr das durchlesen wollt, dann drückt einfach mal auf Pause hier. Schaut mal, ich habe meinen Mundschutz vom lieben Thorsten bekommen. Der sieht unfassbar schön aus. Absolut wunderschön gemacht mit meinem Namen, mit seinem Logo, mit dem serbischen Wappen und den serbischen Farben. Der Mundschutz sieht mega aus. Und er klebt am oberen Kiefer, weil es wurden Abdrücke genommen. Das heißt, der Mundschutz wurde extra auf mein Gebiss angepasst. Und wenn ihr auch so einen professionellen Mundschutz benötigt, der natürlich nicht aus dem Mund fällt, der oben klebt, der euch dann natürlich auch nicht im Weg steht beim Atmen, dann meldet euch beim lieben Thorsten. Ne? Also, der Mundschutz ist geil. Ich liebe ihn. Ich kann es kaum erwarten, ihn mit meinem gesamten Outfit zu kombinieren und am Samstag dann zu benutzen. Also auch wenn ich bis vorhin noch gar nichts davon wusste, ich werde mir heute einen Mundschutz kaufen. Damit sind wir wieder durch, Freunde. Das war's ja mit dem Statement von Alex. Ich bin sehr gespannt auf das von Serkan, was der da nochmal dazu sagt. Schauen wir uns natürlich an, kommt die Tage online. Ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst Like und Abo da, kommentiert eure Meinung. Und wir sehen uns natürlich auch morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.